Meine Damen und Herren, heute geht es ausnahmsweise nicht um die Finanzmärkte, gell, sondern es geht um die Zukunft Deutschlands. Und es geht um die Gefahr, dass ein Franke Bundeskanzler wird, meine Damen und Herren. Und diese Warnung, die spreche ich aus als echter Bayer, als Münchner. Und versuche erst einmal Ihnen klarzumachen, dass es ein landläufiges Vorurteil gibt, dass Franken Bayern sind. Das ist formal richtig, aber sachlich falsch. Nein, also Sie müssen ja sicher mal Folgendes erst einmal vergegenwärtigen. Schauen Sie mal bitteschön hier, das ist die Karte von Bayern, gell? Und im Süden ist es so, da wird erwirtschaftet, da ist die Produktion. Nein? Und da oben, das ist Franken, Nürnberg zum Beispiel, da wo der Markus Söder herkommt, gell? Da wird von diesem Geld gelebt, was die Oberbayern produzieren. Es ist halt so, gell? Das ist so wie, schauen Sie mal, Italien zum Beispiel, Norditalien, gell, da ist die Wirtschaftskraft, Mailand, schnippschnapp, ne? Und im Süden, ne, da fließt das Geld hin, weil die kriegen nichts auf die Reihe. Ja, immerhin haben die noch eine gescheite Mafia, die was sie wirtschaftet. Ne? Die Franken haben ja gar nichts in der Hinsicht, vielleicht ein Lothar Matthäus. Ja? Ne, aber da kommst du nicht weiter. Ne? Es ist schlimm. Ne? Und jetzt schauen Sie mal her, wir haben uns natürlich dann auch, also wir jetzt, die Münchner, die Bayern, wir haben uns natürlich an die Franken gerecht. Ne? Also wir haben zum Beispiel, was Sie hier sehen, ist die Karte von Mittelfranken. Gell? Was ist die Hauptstadt von Mittelfranken? Nürnberg? Nein. Ansbach, gell? 50 Seelendorf. Gell? Also Nürnberg ist nicht einmal die Hauptstadt von Mittelfranken. Es ist die maximale Demütigung. Gell? Also es ist, in München wird jeden Tag drüber gelacht. Gell? In Nürnberg, schau einmal die Nürnberger, gell? Es ist der Wahnsinn. Aber wir haben die dann entschädigt, gell? Und dann haben wir denen die Bundesagentur für Arbeit hingestellt. Gell? Jetzt dürfen die Nürnberger dürfen die Arbeitslosen zählen. Gell? Dazu sind sie intellektuell gerade noch in der Lage. Ne? Fragen Sie mal an Oberbayern, fragen Sie mal, ja, ist der Franke ein Mensch? Ne? Und dann sagt der Oberbayer, sagt dann, ja, schon, ne? Oder vielleicht habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, er hat zumindest humanide Züge. Ne? Also es ist schon eine Zweiklassengesellschaft. Ne? Aber jetzt besteht das Potenzial, dass da wirklich was anbrennt, ne? Dass da was passiert. Ne? Jetzt müssen Sie sich einmal vorstellen, der Markus Söder kommt aus Franken. In Franken verhungern jedes Jahr Hunderte von Menschen, Vegetarier. Gehen Sie einmal in ein fränkisches Wirtshaus und sagen, haben Sie was Vegetarisches? Ne? Da wird Ihnen die Kellnerin antworten, meinen Sie vielleicht einen Wurstsalat? Ne? Es ist in Franken, gibt es nichts außer Wurst und Fleisch. Ne? Da gibt es zwei Sorten von Käse, eine mit Löcher, eine ohne. Ne? Also es ist schon eine Diaspora, also kulinarisch einfach, sagen wir mal so. Ne? Jetzt vielleicht noch der Markus. Ne? Er ist ja schon ein harter Hund. Schau mal her, jetzt hat er heute hat er gesagt, gell, wer zum Österreich nach Skifahren fährt und dann zurückkommt, du Quarantäne. 10 Tage lang du Quarantäne. Ne? Und das macht ihn populär, den Markus, ne? Weil er ein harter Hund ist, gerade in dieser Corona-Frage. Ne? Na? Und schau, das hat sich jetzt nicht abgezeichnet. Ich habe jetzt hier, schauen Sie mal, ein bisschen da. Das ist der Markus Söder als junger Mann, gell? Sehr intelligenter Blick, muss man sagen. Das ist der Papa vom Söder, der war Maurer. Na? Jetzt war es aber so, dass der Markus Söder, der Sohn, hat gesagt, du, ich habe zwei linke Hände, also Handwerker werde ich nicht, dann muss ich in die Politik. Na? Und jetzt haben wir das Schlamassel. Gell? Jetzt haben wir das. Aber das Problem ist, er hat keine Konkurrenz. Ne? Schauen Sie mal den an. Das ist der Laschet. Ne? Da ist ja der Name schon Programm. Also bitteschön. Ne? Oder hier der Friedrich Merz. Ne? Unwählbar, faktisch. Ne? Große Schnauze, aber wenn der mal an der Regierung ist, Katastrophe. Ne? Und hier der dritte, wie heißt der? Norbert Röttgen, gell? Als Kanzler nicht geeignet, weil viel zu anständig. Ne? Du brauchst als Kanzler, musst du puff, zack, bumm, ne? Musst du mal ein paar Leute weghauen. Ne? Das ist halt so. Ne? Ist ja viel zu intellektuell, versteht keine Sau, was der sagt. Ne? Dementsprechend also, sehe ich die Gefahr, dass der Markus Söder Kanzler wird. Gerade wenn jetzt die Corona-Geschichte so weitergeht. Ne? Jetzt reden sie ja schon von März irgendwie bis Lockdown, ne? Möglicherweise. Gell? Und der Markus sagt, ja, Lockdown, du Quarantäne. Gell? Irgendwie macht ihn das populär. Ich verstehe auch nicht, warum. Ne? Und eins ist ja auch klar, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt 16 Jahre praktisch
eine Diktatur von Mama gehabt, gell, von Mutti. Ne? Wir wollen jetzt auch einmal einen Macho haben. Nach 16 Jahren brauchen wir als Ausgleich einen Macho. Ne? Wir haben ja schon einen Phantomschmerz, seit jetzt der Trumpi praktisch abgewählt ist. Ne? Da brauchen wir auch einen Macho. Wir möchten einfach mal so einen, ne, der ein bisschen so zack und so weiter. Nur muss der Mann aus Franken kommen, das ist doch die Frage. Ne? Ich habe ihm doch gezeigt, wie schlimm es dazugeht. Ne? Das ist kein gutes Zeichen für die Zukunft von Deutschland, wenn Sie mich fragen, es als Bayer. Gell? Aber ich glaube, es wird nichts helfen, meine Warnung. Gell? Der Markus wird Bundeskanzler. Mir graust schon. Gell? Servus.